bitches. Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maike und falls du mein Gesicht das erste Mal siehst, kannst du den Kanal gerne hier unten kostenlos abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und ich habe heute dieses Holiday Glam Make-up für euch, denn ihr konntet auf Snapchat abstimmen, welches Make-up ihr als nächstes sehen möchtet. Und ich hatte euch 3 zur Auswahl gestellt und ihr habt fleißig den Vorschlag hier gescreenshottet, weshalb es heute dieses Make-up gibt. Ja, und dieses Make-up ist ein bisschen von diesem Kleid inspiriert. Das habe ich mir vor ungefähr 2 Wochen bei Zara gekauft, weil ich irgendetwas Festliches für meine Videos haben wollte. Und dann dachte ich mir, warum machst du nicht einfach mal ein etwas anderes Make-up? Weil das klassische Make-up sieht man ja sehr viel, rote Lippen, goldener Lidschatten. Aber ich hatte irgendwie Bock, sowas mit Rosa und mit Schimmer und Champagnerfarben zu machen. Und das hier ist jetzt dabei rausgekommen. Ich möchte auch gar nicht zu lange drum rumdrehen. Ihr findet alle Produkte nochmal unten in der Infobox. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. 5 AM und we are... So, wir fangen jetzt mit einem grundierten Gesicht an und hier nehme ich mir meine Eyeshadow Base von Essence und die trage ich dann auf beiden Augen einfach großzügig aus und verblende sie. Anschließend geht es dann weiter mit dem Color Tattoo von Maybelline und das ist so ein schönes mattes Rosé und das trage ich dann sozusagen als Grundlage oder Grundton auf meinen beweglichen Lidern auf und gehe damit so ein bisschen in den Innenwinkel. Dann nehme ich mir die The Nudes Palette und mit der werden wir heute hauptsächlich arbeiten und hier ist so ein schöner rosa schimmerfarbener Lidschatten drin und den trage ich dann im Zentrum meines beweglichen Lides und im Innenwinkel auf und ihr merkt schon, dass der Look so langsam anfängt zu schimmern und damit das Ganze noch ein bisschen mehr Definition bekommt, nehme ich mir hier so einen hellbraunen schimmernden Lidschatten aus derselben Palette und trage diesen dann in der Lidfalte am äußeren Augenwinkel und am unteren Wimpernkranz auf. Dann nehme ich mir nochmal einen Lidschatten aus der Palette, der ungefähr so einen Espresso-Ton hat und den trage ich dann nochmal am äußeren Augenwinkel auf und am unteren Wimpernkranz, damit eben diese Schattierung nochmal ein bisschen stärker wird. Das Ganze verblende ich dann nochmal ordentlich, damit die Übergänge schön soft sind. Dann nehme ich mir dieses wunderschöne Pigment hier aus der Essence Winter Glow Trend Edition und das tupfe ich quasi auf meine beweglichen Augenlider und ziehe das Ganze so ein bisschen nach außen und in den Innenwinkel. Und ihr seht schon, es entsteht so eine Art Cut Crease, aber es ist nicht ganz so hart, deswegen würde ich es nicht als Cut Crease bezeichnen. Und mit meinem wasserfesten, superfeinen Eyeliner von Essence ziehe ich mir dann einen schönen Lidstrich, weil das ja auch immer zu so einem festlichen Make-up dazugehört. So, nachdem ich jetzt 80 Stunden mit meinem Eyeliner verbracht habe, nehme ich mir falsche Wimpern und die hier sind von Adele und ich liebe Adele Wimpern wirklich. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die findet und dann nehme ich mir einfach den Duo Wimperkleber und trage die Wimpern ganz normal mit den Fingern auf. Ihr könnt auch eine Pinzette nehmen, wenn ihr das mit den Fingern nicht so gut hinbekommt. Ich hatte leider keine Pinzette da. Und so sieht das Ganze dann aus. Und wenn der Kleber getrocknet ist, nehme ich mir dann meinen Wimperncurler von Essence und biege dann meine echten Wimpern mit den falschen Wimpern zusammen nach oben. Wenn ihr meine Videos schon länger schaut, wisst ihr, dass ich wasserfeste Wimperntusche liebe und das ist der Colossal Volume Express Mascara in Waterproof, die Wimperntusche, die ich schon seit Jahren benutze und damit tusche ich quasi meine echten und meine falschen Wimpern zusammen und auch noch die Wimpern am unteren Wimpernkranz, damit das Ganze einfach schön offen aussieht und dadurch, dass wir wasserfeste Wimperntusche benutzen, hält das Make-up auch den ganzen Abend. Anschließend
anschließend geht es dann weiter mit diesem dünnen Augenbrauenstift von Benefit und damit ziehe ich quasi nochmal die Kontur meiner gefärbten Augenbrauen nach. Ich habe sie mir ein bisschen dunkler färben lassen, damit sie auch mal vorhanden sind und diese Form verschönere ich jetzt nochmal und kämme das Ganze gut durch, damit es relativ natürlich aussieht. Ich stehe ja auf sehr betonte Augenbrauen, das muss dann einfach jeder für sich entscheiden, wie stark er sie betonen möchte und die male ich dann quasi so lange nach, bis ich damit zufrieden bin und anschließend nehme ich mir dann nochmal das Essence Eyebrow Gel und kämme sie nochmal in Form und verblende damit die Farbe anschließend nochmal ordentlich. So sieht dann das Augen-Make-up bis jetzt aus und jetzt nehme ich mir meinen Give Me Sun Bronzer von MAC und da gehe ich dann einfach mit meinem Pinsel rein und trage das dann großzügig in meinem Gesicht auf, damit mein Gesicht so ein bisschen leicht konturiert aussieht und schön von der Sonne geküsst, denn momentan bin ich sehr bleich und da kann ein bisschen Bronzer auch nicht schaden. Weiter geht es dann mit Rouge und ich dachte, dass ich mir dieses Mal so ein schönes hellrosafarbenes Rouge nehme, weil das Kleid ja auch sehr hellrosa ist und der ganze Look so ein bisschen hellrosa ist. Und hier habe ich mir dann Dandelion von Benefit genommen und anschließend nehme ich dann Soft and Gentle, den Highlighter von MAC und gönne mir eine große Portion Highlight, denn ich bin richtig Highlighter besessen und trage das deswegen auf meinen Wangenknochen, auf meinem Nasenrücken und auf meinem Wimpernherz auf, beziehungsweise Lippenherz, nicht Wimpernherz. Genau, dann nehme ich mir hier noch Please Me von MAC und ich habe relativ schnell gemerkt, dass der nicht so gut zu dem Look passt, weswegen ich dann nochmal Candy K von Kylie Cosmetics da drüber gegeben habe und ja, der hat mir viel, viel, viel besser gefallen als meine erste Wahl. Jetzt mein Holiday Glam Make-up. Ich hoffe immer, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes für ein Make-up sehen möchtet, denn ich drehe irgendwie voll gerne Make-up-Tutorials, aber ich weiß nie, ob das so bei euch so gut ankommt. Deswegen schreibt mir das mal in die Kommentare oder gebt dem Video einen Daumen nach oben, damit ich sehen kann, dass ihr mehr Make-up sehen wollt. Eine kleine Sache habe ich noch anzumerken und zwar habt ihr bestimmt gemerkt, dass YouTube momentan sehr viele Abos löscht und Videos nicht mehr in der Abo-Box anzeigt und viele haben sich schon beschwert, deswegen gebe ich euch auch nochmal den Tipp, ihr könnt entweder den Kanal, wie gesagt, abonnieren, ganz normal, um kein Video mehr zu verpassen. Ihr könnt aber auch hier unten irgendwo eure Benachrichtigungen anmachen, denn dann bekommt ihr einfach eine Benachrichtigung aufs Handy oder wo auch immer ihr meine Videos schaut und dann könnt ihr wirklich sicher gehen, dass ihr kein Video mehr verpasst, denn wie gesagt, viele haben leider gesagt, dass ich aus der Abo-Box verschwunden bin und dass ihr Abo bei mir einfach gelöscht wurde und das macht mich traurig. Ich möchte ja natürlich in eurer Abo-Box sein und euch immer meine Videos direkt präsentieren können, deswegen, falls ihr das machen möchtet, könnt ihr gerne die Benachrichtigungen aktivieren oder den Kanal abonnieren oder mir irgendwo anders auf Social Media Seiten folgen, die auch unten alle drin stehen, damit ihr wirklich nicht mehr verpasst, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich poste es auch auf Twitter, auf Snapchat. Ich kündige es eigentlich immer überall an. Also falls ich mal nicht in eurer Abo-Box bin, bin ich nicht verschwunden, sondern YouTube spinnt momentan ein bisschen. Und jetzt habe ich wieder richtig lange geredet. Vielen Dank, dass ihr das Video bis zum Ende geschaut habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!